Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die HSG Wetzlar. Endstand vor 2901 Zuschauern 22:20. Ich begrüße unsere Gäste aus Mittelhessen und bitte den Gästetrainer um sein Statement. Ja, guten Abend. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Frank und Erlangen zum Sieg. Ja, wir haben, denke ich, unserer Mannschaft alles gegeben hier heute. Die Jungs haben die Heimniederlage gegen Bietigheim gut weggesteckt. Wir haben 60 Minuten gekämpft, alles gegeben, haben uns in der Abwehr klar gesteigert gegenüber dem letzten Spiel, auch durch eine Top-Leistung von Andy Wolf im Tor in der zweiten Halbzeit, aber auch durch die Spieler, die halt Abwehr gespielt haben. Vorne war ich eigentlich spielerisch zufrieden. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt gegen die sehr gute Deckung von Erlangen, die ja bekannt sind dafür, dass sie auch gerade zu Hause Mannschaften auf ja, wenig Tore reduzieren können sozusagen. Ich denke, wir haben genügend Chancen herausgespielt, aber wir haben schon in der ersten Halbzeit 3-7 Meter verworfen, stand 12-10. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann in den entscheidenden Phasen, wo wir vielleicht hätten ausgleichen können, einmal waren wir, glaube ich, noch auf ein Tor ran, 17-16, Gegenschüsse verworfen und auch so eben freie, ja, wo wir frei vor dem Erlangener Torhüter Katsiganis aufgetaucht sind. Der hat sensationell gehalten, wie schon im Pokal gegen uns. Ich war vor dem Spiel gefragt worden, was wir hier ändern müssen, um gewinnen zu können. Ich habe gesagt, besser abschließen. Das ist uns leider nicht gelungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank. Wie vor zwei Wochen, die Weste ist weiterhin weiß in Nürnberg. Wie sieht denn deine Zusammenfassung aus? Ja, erstmal auch schönen Abend von meiner Seite und Kai, danke für die Worte auch. Und ich glaube, wenn man die letzten Spiele hier daheim gesehen hat, dann war es oft ein Spiel, wo man sagt, dass sehr schnell war, beweglich war, bisschen noch für den Zuschauer ein bisschen attraktiver war. Aber für uns zählen heute ganz ehrlich nur die Punkte. Wir haben in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten gehabt, weil Wetzlar hat es sehr geschickt gemacht. Sie haben ein bisschen das Tempo verschleppt, sie haben sehr behäbig aufgebaut, haben sehr auf ihre Individualität gesetzt und da hatten wir schon auch unsere Probleme, weil wir dann uns selber verschleppt haben. Wir haben dann genauso versäumt, in den Kampf reinzukommen. Wir haben im Angriff die Anläufe nicht genommen. Wir haben viel aus dem Stand gespielt. Und wenn ich das genauso mache wie eine Mannschaft wie Wetzlar, dann kann ich eigentlich nur schlecht ausschauen. Und weil wir dann einfach die Individualität in der Form so nicht haben. Ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit habe ich eine andere Mannschaft von uns gesehen. Wir haben dann wirklich versucht, die Beinarbeit zu verbessern. Wir sind von den Anläufen her gekommen. Es war insgesamt auch eine absolute Steigerung in dem Spiel da. Aber genauso muss ich auch sagen, auch Wetzlar hatte in der zweiten Halbzeit einen tollen Torwart zwischen den Pfosten, der uns also auch immer wieder verhindert hat, dass wir die frühe Entscheidung haben herbeiführen können. Und muss trotzdem der Mannschaft ein Kompliment machen. Das war das erste Mal in der Runde, das wo ich sagen muss, dass wir vielleicht nicht den frischesten Eindruck gemacht haben und vielleicht auch nicht so ins Mannschaftsspiel reingekommen sind. Aber dass wir wirklich vom Kämpferischen einfach immer mehr zugelegt haben. Und es war heute einfach ein Arbeitssieg und das zählt. Und das war für uns ganz wichtig, die Punkte. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in der Woche das gehört habe. Naja, Wetzlar, die habt ihr ja schon im Pokal geschlagen. Ja, es war also unglaublich viel Energie aufzubringen, um zu sagen, hey Jungs, ihr müsst mal überlegen, wer da kommt, ja, und wie schwer das wird, gerade mit dieser individuellen Klasse, die da auch vorhanden ist. Und ja, wenn es auch nicht so 100% toll ausgeschaut hat, für mich ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg. Ein Sieg der Moral und ein Sieg auch des Einsatzes in der zweiten Halbzeit. Zur Halbzeit muss ich sagen, habe ich schon mal so ein bisschen meine Bedenken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir erwischen nicht den Knopf, wo es angeht. Ja? Aber in der zweiten Halbzeit hat es dann anders ausgeschaut und so gesehen, denke ich mal, sind wir sehr, sehr froh, die Punkte heute auch hier in Erlangen zu halten oder in Erlangen-Nürnberg, sage ich mal, zu halten. Danke, Frank. Jetzt möchte ich den Geschäftsführer unserer Gäste zu Wort kommen lassen. Bitte um sein Statement. Schwer. Ja, erstmal schönen guten Abend. Auch Glückwunsch von meiner Seite an Erlangen zu den zwei Punkten.
glaube, die Trainer haben es ja schon zusammengefasst. Letztlich habe ich im Vergleich zum letzten Spiel eine deutliche Steigerung auch in der Abwehr gesehen. Ich glaube, dass wir 22 Gegentore kassiert haben, das zeigt, dass es hinten gepasst hat. Aber wenn du eben nur 20 Tore wirfst, dann ist es schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Das steht außer Frage. Und ich finde es einfach schade, dass wir heute haben so viel liegen lassen, dass wir uns nicht selbst belohnt haben für diesen Kampf, für diesen Einsatz. Und dafür, dass wir eigentlich zurzeit ja wirklich in einer schwierigen personellen Situation sind. Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir die Chancen hatten. Aber letztlich musst du die Bälle halt reinwerfen und da kann auch kein Trainer, niemand am Spieler helfen. Die müssen einfach sitzen. Das haben wir heute nicht geschafft. Jetzt schauen wir uns aufs nächste Spiel. Sind gute Hoffnung, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch dazu bekommen bis Mittwoch. Und dann geht's weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind heute an einem guten Torhüter gescheitert, aber auch so ein bisschen im Angriff zumindest an uns selbst. Vielen Dank. Stefan, du sollst das Schlusswort kriegen. Ja, also ich bin total erleichtert und einfach froh, dass wir dieses wirklich, Frank hat es ja gesagt, dieses Kampfspiel, im Fußball würde man wahrscheinlich sagen, es war ein dreckiger Sieg, dass wir das gewonnen haben und uns da einfach, weil wir wirklich nicht optimal gespielt haben, dann doch am Ende durchgesetzt haben. Und gut, Nico Katsigiannis, das kann man heute, glaube ich, wirklich nicht oft genug erwähnen, hat eine unglaubliche Leistung abgeliefert und uns immer in den entscheidenden Phasen wieder auch die Impulse gegeben. Und deswegen kann man wirklich heute wieder stolz auf die Mannschaft sein, dass sie das so am Ende dann noch gebogen hat und den, vor allen Dingen auch den Ausfall von Basti Preis, der ja ein ganz zentraler Spieler ist bei uns, kompensiert hat und einfach als Team heute die Punkte eingefahren hat. Und jetzt kann man ein bisschen durchatmen. Am Mittwoch fahren wir oder fliegen wir in eine ganz andere Welt nach Kiel und mal gucken, was uns da so erwartet. Vielen Dank, Stefan. Nun ist Zeit für Ihre, eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikrofon. Entschuldigung, könnten Sie kurz aufs Mikrofon warten? Doch, doch. Okay, Thomas Reinwitzer, Neue Zeitung. Frage an Björn Seib. Du sagtest, am Mittwoch haben wir vielleicht den einen oder anderen neu dabei. Ist das die Hoffnung, dass sich der eine oder andere verletzt, bis dahin wieder gesund meldet oder geht die Suche nach Verstärkung weiter? Ja, klar geht die Suche nach Verstärkung weiter. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach betont, dass es auch an uns ist, der Mannschaft jetzt auf dieser Ebene zu helfen. Wir sind in Gesprächen. Ob was passiert, können wir heute noch nicht sagen. Wir wissen auch, dass es verletzte Spieler gibt, die Anfang nächster Woche wieder ins Training einsteigen wollen, wie Erbe Klesniks beispielsweise, wo wir hoffen, dass es im Training sich dann auch so darstellt, dass er uns helfen kann. Das ist aber auch noch nicht klar. Deshalb sind wir auch nur entsprechend guter Hoffnung, dass es so ist. Aber ich glaube, bevor die Diskussion wieder aufkommt, auch das Spiel heute hätten wir auch ohne Linkshänder gewinnen können. Und schade, dass die Mannschaft sich eben nicht da belohnt hat. Alle sind ziemlich enttäuscht. Das kann ich gut verstehen. Und die Welt sieht morgen wieder anders aus. Morgen geht es im Hinblick aufs nächste Spiel. Und dann werden wir auch wieder erfolgreich sein, da bin ich mir sicher. Denn die Mannschaft hat heute eigentlich ein gutes Gesicht gezeigt und toll reagiert. Die Nürnberger Nachrichten. Herr Bergemann, wie wichtig war es denn für Sie als Trainer und für die Mannschaft, ich weiß nicht, ob Sie darüber schon kurz in der Kabine gesprochen haben, zu sehen, dass man so ein knappes, schweres Spiel auch ohne Sebastian Preis, also weitgehend ohne Sebastian Preis gewinnen kann? Ja, ich denke, das war insgesamt für alle sehr, sehr wichtig. Wir haben den Stanko am Mittwoch in Hamburg ins kalte Wasser werfen müssen. Da waren sicherlich noch ein paar Abstimmungsprobleme da und Stanko hat einfach auch so ein bisschen sich reinfühlen müssen in die Situation und wir arbeiten hart mit ihm im Training und er aber arbeitet oder lässt auch sehr hart mit sich arbeiten und mich hat es auch für ihn heute gefreut, dass er das ganz anders hinbekommen hat, weil er muss halt einfach versuchen, sehr aggressiv zu arbeiten, er muss seine Dinge machen und dann hat er auch noch sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, dass er einfach
am Kreis, wenn er sich da ein bisschen besser integriert hat, dann einfach auch noch ganz anders auftreten kann. Für mich war aber ganz wichtig, dass er angedeutet hat, dass das auch in der Deckung, was ist ja in unserem System nicht ganz so einfach. Ja, das hängt, haben sich viele Spieler in der Vergangenheit schon schwer getan, erstmal hier in ihre Rolle zu finden. Heute hat er das gut gemacht. Heute hat er es wirklich gut gemacht. Das hat mich auch sehr gefreut. Freut mich für ihn. Man darf ja eins nicht vergessen. Er kommt ohne Vorbereitung im Prinzip hier in eine Mannschaft rein, die ein anderes System spielt, wo man am Anfang natürlich mit viel Adrenalin die ersten 14 Tage, wie alle, die kommen, erstmal viel übertünchen kann. Aber dann kommt die Realität. Und man muss sich auch hier im Umfeld integrieren. Man muss schauen, wer ist wichtig, wer ist nicht so wichtig. Und das dauert einfach seine Zeit. Und solche Spieler kommen, sind sehr ehrgeizig, wollen sofort die Bäume einreißen und dann rutschen sie einfach wieder ab. Und mich hat mir das wirklich imponiert und gefallen. Es sind ein paar auch härtere Worte gefallen in der Woche auch mal. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass er einfach sich sehr darauf konzentriert, auf das, was er tut, und heute das gut gemacht. Weitere Fragen? Johann Ries? Frank, nochmal zum Basti-Preis. Konnte Basti nicht mehr oder war das wieder eine Präventivmaßnahme, so wie in Hamburg? Es ging nicht mehr. Wir haben ganz ehrlich, wir wussten um die Wichtigkeit dieses Spiels heute und wir haben das vorher besprochen gehabt, dass er gesagt hat, all in, und wenn es nicht geht, geht es nicht. Und es ging nicht mehr, er hat signalisiert, es geht nicht mehr, und dann war klar, dann müssen wir nicht rumeiern. Ja? Und ich finde, wichtig war, dass die Mannschaft, wir waren ja vorbereitet, wir hatten einen Plan A und einen Plan B. Und dann haben wir halt sofort umgeschaltet auf Plan B. Der Katze uns richtig geholfen und richtig geholfen in schwierigen Bällen. Aber die Abwehr hat heute auch gut gearbeitet und hat dann auch gerade in der zweiten Halbzeit wirklich auch die Räume eng gemacht und einfach auch den Gegner zu Abschlüssen ein bisschen gezwungen, die er sich nicht ganz so vorgestellt hat. Also Jolie auf Außen, der Mann ist eine Augenweide, ist super. So ein Spiel, wie er heute macht, das ist einfach klasse. Ich meine, er spielt ja auch nicht gegen irgendjemanden da auf der Außenposition. Und die Winkel waren ja auch nicht so groß, aber das hat er toll gemacht. Und Respekt und Anerkennung. Ja, und ja. Wie intensiv hast du die Mannschaft auf diesen möglichen Linkshänder, der ja nicht erschienen ist, eingestellt? Normale taktische Maßnahmen? Gar nicht. Ich habe gesagt, Leute, wenn ein Linkshänder kommt, das wissen wir, wie wir spielen müssen, das ist keine Frage. Der kann nicht besser sein als der Linkshänder, der vorher bei Ihnen gespielt hat. Für uns war es einfach wichtig, uns umzustellen auf einen Rechtshänder. Mit Ivano Balic spielt da das Schlitzohr schlechthin in der Liga. Ja, und da darf man nicht immer in die Leimfalle reintappen. Ja. Und das war viel, viel wichtiger, zu schauen, wie kriegen wir das jetzt hin. Rechtshänder macht das Spiel breit, er bringt den Rechtsaußen immer wieder klasse in Situation. Ja. Und er profitiert ja auch davon mit dem Rechtshänder auf der halbrechten Position. Und alles andere, das hätte man halt dann auf die Schnelle dann Plan C ziehen müssen. Gibt es noch Fragen? Mit Mikrofon, Herr Ries, bitte. Mit Mikrofon, Herr Ries, bitte. Und zwar, Nico Link, war das von dir eine angeordnete, Jonas Link, ja. Kurz, eine angeordnete, kurzfristig angeordnete Maßnahme, dass er auf halb links, die Halblinksposition einnimmt, um diesen Wurf zu, um das Tor dann da zu erzielen? Weil er ist eine klassische Position. Er hat es früher gespielt, Jonas Link. Nein, der hat nicht halb links gespielt, der hat links außen gespielt. Und das ist ein taktisches Mittel von uns, dass wir ihn hinten rumholen. Und das hat er erfolgreich abgeschlossen. Und das kann der Junge. Ja. Und wir spielen halt in der Situation, weil es immer wieder auftaucht, wir spielen eigentlich mit 4 Rückraumspielern, wenn wir einen Jonas da außen haben. Und das haben wir aber auch schon in der zweiten Liga so gemacht. Ja, und das ist alles gut. Und ich finde, dass die beiden vorgezogenen Decker sich heute die Sache sehr gut geteilt haben. Das war auch schon in Hamburg der Fall. Und es sind unterschiedliche Typen. Und wenn der Jonas da außen ist, der kommt halt besser über den Rückraum. Hat mich jetzt gefreut, dass er in der entscheidenden Phase jetzt diese Situation hat wahrnehmen können. Aber das ist ja keine neue Geschichte.